Hallo und herzlich willkommen zu XXL Info Kompakt und Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort. Ich bin Herausgeber und Gründer von British Newsflash Magazin seit 1986, regionalhilfe.de, Vorderpfalz aktuell, Radio- und Fernsehmagazin seit 1984, Stadtmagazin Ludwigshafen seit 1984, Radio- und Fernsehmagazin MGB Mission News, Independent Broadcasting Service Liberty. Wir senden seit 1986 für internationale Völkerverständigung. Französisch-deutscher Journalist, Autor, Schriftsteller, Herausgeber und Verleger und Moderator für Radio- und Fernsehsendungen, die Sie ja ab und an auch sehen und einschalten. Dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr 2011 gekommen. Und im Jahr 2011 werde ich Ihnen natürlich auch gerne meine neuen Bücher vorstellen. Eines davon sehen Sie jetzt, Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, internationales Medienprojekt für die Menschenrechte, 272 Seiten, in allen Buchhandlungen erhältlich und auch in allen Online-Buchhandlungen erhältlich, beispielsweise bei libri.de, buch.de, amazon.de, amazon.com, amazon.co.de. UK, also .UK für Großbritannien, Amazon.fr, in vielen, vielen weiteren Online-Buchhandlungen. Ich kann sie bei der Vielzahl, die es inzwischen gibt, nicht alle aufzählen, auch wenn ich es gerne machen würde. Ich hoffe, ich habe wichtige genannt und nenne auch gerne bei nächster Gelegenheit noch andere. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters ist eines von neuen Büchern, die ich seit 1984 veröffentlichen konnte. Ausführliche und weitere Informationen zum Buch und zum Projekt für Menschenrechte Liberty and Peace Now finden Sie natürlich auch im World Wide Web im Internet bei www.libertyandpeacenow.org. Ich wiederhole, www.libertyandpeacenow.org. Dort gibt es ausführliche Informationen zum Projekt für Menschenrechte, internationales Medienprojekt für Menschenrechte, Liberty and Peace Now, was in deutscher Sprache heißt Freiheit und Frieden jetzt. Das wünschen wir natürlich alle Ihnen aus der Redaktion und ich ganz besonders auch für uns alle im Jahr 2011. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Gerne stelle ich Ihnen die Bücher vor, beispielsweise in Südostengland, in London, natürlich auch in Leeds. Dort hat ja alles begonnen. Dort war die Gründung von Radio TV IBS Liberty 1986 auch in Speyer am Rhein. 1987 ging es dann weiter und die ersten Sendungen wurden gesendet. Liberty and Peace Now informiert Sie über verschiedenste Projekte zum Themenbereich Menschenrechte, natürlich über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Es gibt aber nicht nur die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, es gibt auch eine Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte, es gibt das Grundgesetz, es gibt eine französische Verfassung. Wir informieren so umfassend wie möglich, und das mache ich auch gerne in meinen Büchern, meist zweisprachig in englischer und in deutscher Sprache. Diese Sendung wendet sich jetzt natürlich in erster Linie an Zuschauer im deutschsprachigen Raum, beispielsweise in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Liechtenstein. Und dort stelle ich auch gerne meine neuen Bücher und die Arbeit zur Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters und auch die Arbeit für internationale Völkerverständigung bei Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty vor. Ausführliche Informationen im Internet online finden Sie zu Radio TV IBS Liberty bei ibstelevision.org. Ausführliche Informationen zu den Sendungen im Radio und Fernsehen, beispielsweise auch im offenen Kanal in nicht kommerziellen Lokalradios, finden Sie bei ibstelevision.org. Wenn Sie mich einladen möchten zu einer Buchlesung, und ich komme gerne natürlich auch in die Vorderpfalz, natürlich auch nach Speyer, nach Ludwigshafen in meiner Geburtsstadt, nach Heidelberg, nach Schwetzingen, in so viele andere, natürlich auch gerne nach Mannheim, in der gesamten Vorderpfalz, in der Kurpfalz und in Süddeutschland auch, stelle ich Ihnen gerne mein Buch vor. Sie können das telefonisch buchen oder mittels E-Mail. Ich nenne die Telefonnummern 06236 41 68 02. Dort können Sie anrufen, um mich für eine Buchlesung und Buchtour zu buchen.
In der Regel dauern die Lesungen etwa eine Stunde. Danach gibt es dann auch die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein für Fragen und Antworten, die ich natürlich auch gerne jedem einzelnen Leser vor Ort beantworte und natürlich auch für Signierungen der Bücher. Da kann ich gerne auch welche mitbringen, wie Sie es wünschen, damit Sie dann auch die Bücher natürlich lesen, selbst lesen können und nicht nur in Form der Buchlesungen kennenlernen können. Buchlesungen buchen können Sie bei Telefon 06236 41 68 02 über Telefon 06236 41 68 02. Da können Sie jetzt auch gerne anrufen im Journalistenbüro, im Redaktionsbüro und Termine zu den Buchlesungen zur Vorstellung der neuen Bücher vereinbaren. Es ist auch über E-Mail natürlich möglich im Zeitalter von Internet über kontakt@radiotvinfo.org. Ich wiederhole nochmal die Adresse: kontakt@radiotvinfo.org. Weitere Informationen, ausführliche Anleitungen auch bei radiotvinfo.org. Das ist die Webseite radiotvinfo.org auf der Webseite. Dort finden Sie auch ausführliche und weitere Informationen zu den Buchtouren und wie Buchtouren gebucht werden können. In der Regel eine Stunde Lesung, eine Stunde für gemütliches Beisammensein, Signierung und natürlich auch zur Beantwortung von Fragen zu den Projekten und zu meinen neuen veröffentlichten Büchern. Das ist eines meiner Lieblingsbücher, Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Ein weiteres Lieblingsbuch ist auch das Buch zur Kollegin Amy Goodman. Sie ist hier zu sehen. Sie ist die erste Journalistin, amerikanisch-jüdische Journalistin weltweit, die den alternativen Nobelpreis, gegründet von Jakob von Uexküll, erhalten hat. Jakob von Uexküll hat den alternativen Nobelpreis ins Leben gerufen, zur Würdigung eben der Menschen, die bei den Nobelpreisen in der Regel in Oslo, in Norwegen und in Schweden nicht berücksichtigt werden und doch ganz enorme, wichtige Arbeit für eine bessere Zukunft und für eine bessere Welt leisten. Das ohne Zweifel trifft auf die amerikanische Kollegin Amy Goodman von Democracy Now! Zu. Sie hat ein wunderschönes Buch geschrieben. Das neueste Buch von Amy Goodman ist Breaking the Sound Barrier. Zu empfehlen natürlich auch Standing Up to the Madness. Sie hat eine Vielzahl von Büchern geschrieben, die Radio- und Fernsehprogramme von Amy Goodman in englischer Sprache sind bei democracynow.org Montag bis Freitag zu sehen. Montag bis Freitag sind die Programme von Amy Goodman bei democracynow.org zu sehen und natürlich auch zu hören in englischer Sprache. Jakob von Uexküll ist ein ganz besonderer Mann, Philanthropie, manchmal hat man einen Worthänger, auch im neuen Jahr 2011 kann das vorkommen. Er hat seine Briefmarkensammlung zur Verfügung gestellt, gespendet, für einen ganz, ganz enorm hohen Betrag, um den alternativen Nobelpreis in das Leben zu rufen. Einen kleinen Hänger im Verhandeln gehabt, eben im Text gehabt. Das kann auch vorkommen, es live, ne? Bei Live is Live ist live on tape jetzt bei Radio TV IBS Liberty. Jakob von Uexküll ist ohne Zweifel auch ein ganz besonderer Mann, den wir Ihnen natürlich auch vorstellen werden in den Radio- und Fernsehprogrammen von Radio TV IBS Liberty. Der alternative Nobelpreis ist auch beispielsweise bekannt als Right Livelihood Award. Da ist es Right Livelihood Award. Bekannt auch als alternativer Nobelpreis, wird Jahr für Jahr auf das Neue in Schweden verliehen an Menschen, die sich in ganz besonderer Weise für eine bessere Zukunft und für eine bessere Welt verdient machen. Und das trifft auf Amy Goodman von Democracy Now! Und natürlich auch auf Juan González ohne Zweifel zu. Buchtouren. Wir alle sind Menschen, kann vorkommen, dass man sich mal auch vor laufender Fernsehkamera verspricht. Ich stehe dazu. Kann vorkommen, keiner von uns ist ohne Fehler, auch ich nicht. Das muss ich auch hier dazu stehen und dazu kann ich auch stehen, damit kann ich auch leben. Und weil es eben ein sehr, sehr sensibler Bereich ist, Menschenrechte, Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, informiere ich in meinen Büchern in deutscher und englischer Sprache über Positivbeispiele und auch über die Beispiele, wie es nicht sein sollte im Bereich der Menschenrechte, also auch über Menschenrechtsverletzungen der schwersten Art,
und eben dann auch Möglichkeiten, wie es besser gestaltet werden könnte, wie besser die Wahrung und Einhaltung von Menschenrechten möglich ist. Das halte ich für ganz enorm wichtig und das stelle ich Ihnen auch ganz gerne vor und auch weswegen internationale Völkerverständigung wichtig, besonders auch in diesen Tagen ist, nämlich auch andere Kulturen, andere Sprachen, andere Sitten, andere Traditionen zu verstehen. Das ist nicht immer so einfach. Davon kann ich natürlich sehr viel berichten, nachdem ich 2006 als meine Wahlheimat London gewählt habe und als französisch-tunesisch-deutscher Journalist und Rundfunkjournalist und Autor dann eben die andere Kultur London und England, Großbritannien, die Menschen in Großbritannien kennengelernt habe. Daneben gibt es noch Wales, Schottland, Irland, Nordirland. Es gibt verschiedene Bereiche. Und es ist hochinteressant. Darüber habe ich viel, viel zu erzählen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie sind gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Haben Sie ein gutes Jahr 2011 und ich würde mich natürlich auch freuen, vielleicht bald in Ihrer Stadt, in Ihrer Gemeinde, im Gemeindehaus, in der Bücherei eines meiner Bücher und vor allen Dingen das Projekt Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, vorstellen zu können und zu dürfen. Und freue mich auf eine Begegnung mit Ihnen auch direkt vor Ort. Bis zum nächsten Mal bei XXL Info Kompakt und Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm, bekannt auch als Andreas Klamm Saberort. Liberty and Peace Now, das wünsche ich Ihnen für 2011.